Hey, ich bin Jim von Supportnet. Heute zeigen wir euch die Office-App, die in der Regel bei jedem Windows Phone mit implementiert ist. Also die kommt sofort beim Start, ist sie mit drauf und ist sofort beim Kauf dabei. Wir gehen mal dafür nur zu den Apps. Also wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich auf die Startseite pinnen. Wir haben sie im Moment nicht auf der Startseite, also gehen wir in die Apps und gehen auf Office. Hier, das ist die Startseite vom Office-Programm. Ihr habt hier Dokumente. Die aktuellen Dokumente, wenn ihr nach rechts geht, seht ihr, hier ist der Speicherort. Also das heißt, ihr könnt hier sofort den Speicherort öffnen vom Handy. Das heißt, alles, was auf dem Handy gespeichert ist, wird hier angezeigt. Gehen wir nochmal zurück. Habt ihr Office 365, wenn ihr es nutzt, werden dort die Sachen, könnt ihr die hier verbinden und er fragt wahrscheinlich nach einer Verbindung. Und dann haben sie die Möglichkeit, diese Daten sofort hier aufzugreifen. Geh auf SharePoint, ist genau dasselbe. Und die SkyDrive. Das heißt, wenn ihr bei SkyDrive seid und wenn ihr dort Dokumente gespeichert habt, könnt ihr sie direkt hier öffnen. Ihr seht zum Beispiel, sind da zwei Dokumente da drin. Gehen wir eins zurück wieder. Ah, es war zu weit. Gehen wir weiter. Das ist der Notizbereich. Das heißt, wenn ihr Notizen habt oder mit OneNote Notizen erstellt, die synchronisiert werden mit dem Rechner zu Hause, könnt ihr sie hier auch verbinden und würdet ihr hier dann eine Kachel sehen mit der Notiz. Ihr könnt natürlich auch hier neue Notizen erstellen. Darauf kommen wir später zu sprechen. Wie gesagt, das nochmal wieder zurück beim Dokumenteordner, wo ihr alle aktuellen Sachen seht. Also ihr könnt jetzt direkt hier raufklicken und sagen, wenn ihr ein Excel-Dokument erstellen wollt, ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation. Fangen wir mal mit Excel an. Hier wird ein bisschen erklärt, was genau, wie das Ganze läuft in einem Excel-Sheet. Gehen wir zurück. Klicken wir auf Plus, wenn ihr ein neues erstellen wollt. Und klicken wir auf Excel. Hier seht ihr ein Excel-Sheet. Ihr könnt direkt in die Felder reinschreiben. Ihr könnt auch Formeln reinschreiben. Und es ist am Ende vollkommen kompatibel mit dem Rechner. Das heißt, das ist wirklich ein, klar, weil es auch von Office ist oder von Microsoft ist, besser gesagt, ist es vollkommen nutzbar mit dem Rechner. Das heißt, alles, was ihr hier eingibt, ist ohne eine fehlerhafte Formatierung am Rechner sichtbar. Ihr könnt natürlich die Felder beschreiben, wie ihr sie möchtet und das Ganze abspeichern. Wenn wir einmal zurückgehen jetzt zum Speicher. Erstmal verschwindet die Tastatur. Nun können wir dazu, hier können wir eine Gliederung hinzufügen, wir können Kommentare hinzufügen für den Nutzer danach oder für sich selbst. Wir können suchen im Sheet und eine Autosumme erstellen. Weiter haben wir noch die Möglichkeit, einen Filter zu aktivieren und Zellen zu formatieren. Selbstverständlich können wir das ganz rückgängig machen und senden per E-Mail an einen Bekannten oder einen Geschäftskollegen. Dann könnt ihr auch das Ganze abspeichern, das ist auch klar. Wenn wir auf Speichern unterklicken, könnt ihr hier sofort auswählen, ob ihr das Ganze auf dem Telefon speichern möchtet oder auf der SkyDrive. Dafür entscheidet dann, welch. Nee, es geht. Es geht. Macht einen Schnitt. Ja. Also ihr könnt ja entscheiden, wo ihr den Speicherort haben möchtet. Wenn ihr das Telefon nehmt, ist es natürlich nur lokal auf dem Handy gespeichert. Wenn ihr die SkyDrive nehmt, könnt ihr sie von zu Hause auch direkt öffnen, die Datei. Momentan ist es nur Mappe 1, lassen wir es erstmal so. Wie gesagt, ich lasse es erstmal auf der SkyDrive. Also wenn ihr Internet habt, wäre die SkyDrive auch sehr interessant, um wie gesagt zu synchronisieren. Einfach auf Speichern klicken dann. Schreibt ihr noch, wer der Ersteller des Dokumentes ist. Lassen wir erstmal Benutzer auch speichern.
Wenn ihr auf, ja, das ist zu schnell rausgegangen, da seht ihr, dass gerade hochgeladen wurde auf die SkyDrive oder synchronisiert wurde mit der SkyDrive. Und die kann dann später nochmal auch von anderen Nutzern benutzt werden. Hier seht ihr sofort eine Aktualisierung. Mappe 1 hat eine Kachel bekommen und ist ganz oben. Machen wir ein neues Dokument, ein Word-Dokument zum Beispiel. Das ist natürlich ein leeres weißes Blatt, wo ihr euer Text reinschreiben könnt. Ganz rudimentär. Ist wie bei Excel gerade erwähnt, vollkommen kompatibel mit mit seinem großen Bruder, also mit dem Office 2007, 2010 Fondant und kann dort ohne Probleme und ohne Formatierungsprobleme direkt angeschaut werden. Natürlich müsst ihr dazu beachten, dass natürlich der Platz hier ein bisschen kleiner ist beim Schreiben. Das heißt, eure Absätze sind dann ein bisschen kürzer, wenn ihr da Absätze setzt. Ansonsten ist es vollkommen kompatibel. Auch hier gilt Speichern, geht über Speichern unter oder zeige ich euch gleich, wenn ihr einmal zurückdrückt. Also ihr könnt auch hier gliedern, Kommentare hinzufügen, suchen oder Formatierung halt, Farbe, Größe der Schrift oder ob fett, kursiv oder mit Unterstrichen geschrieben wird, könnt ihr alles hier einstellen. Wie gesagt, Kommentare können hinzugefügt werden. Hier seht ihr im Kommentar. Und das wäre jetzt auf diesen Bereich gemünzt. So, weiter geht's. Dann gehen wir mal einmal zurück. Ich sehe gerade, ich habe die englische Tastatur offen. Jetzt wieder die deutsche Tastatur. Dann gehen wir zurück. Und ihr könnt gleich sehen, also wenn ihr nicht speichert, wenn ihr nicht über diesen Button hier speichern, unterspeichert, könnt ihr, wenn ihr nämlich weiter zurück nochmal rausgeht aus dem Programm, fragt ihr natürlich nochmal nach, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Wenn wir ja sagen, können wir die Änderungen sofort hier speichern. Genau, dann sagen wir speichern. Vielleicht können wir einen besseren Namen nehmen, aber erstmal ist es okay. Speichern. Wieder auf die SkyDrive. Und ist gespeichert. Hier haben wir unsere zwei erstellten Dokumente. Letztes Beispiel wäre ein Dokument, was für eine Notiz, die wir erstellen möchten. Dafür gibt es die Möglichkeit, Notizbücher zu erstellen. Wenn es welche gibt, kann man natürlich direkt welche auswählen oder eine neue Notiz zu erstellen. Also, hier könnt ihr dann einfach eure Notizen hinzufügen. Habt die Möglichkeit, Checkboxen zu erstellen, die dann direkt, ich kann es mal zeigen, wo ihr dann nur noch mit einem Klick sofort abhaken könnt, wenn ihr es erledigt habt. Genau. Ihr seht, das klappt. Was für Möglichkeiten habt ihr noch? Ihr könnt Audiokommentare hinzufügen, Bilder hinzufügen, daraus eine Liste machen, das ist auch selbstverständlich. Ihr könnt natürlich Einzüge verändern oder Formatierung wieder mal. Genau, das war das, was man so machen kann. Diese Audiokommentare kann man gleich hinzufügen und dann auch von zu Hause aus hören oder dem Bekannten oder dem Arbeitskollegen zuschicken, dass er das auch verwenden kann oder weiß, was er mit dieser Notiz machen kann. Gehen wir zurück. Hier wird nie nach Speichern gefragt, weil er automatisch speichert, wenn man einmal rausgeht. Genau, da seht ihr unser OneNote-Dokument. Das wird nicht unter die Dokumente gespeichert, sondern unter Notizen. Wenn ihr mehrere Notizen habt, habt ihr noch die Möglichkeit zu suchen natürlich. Das heißt, ihr könnt jetzt in der SkyDrive oder nur auf dem Rechner, das könnt ihr, genau, ihr seht, ihr könnt nur auf dem Handy suchen, auf dem SharePoint suchen oder die SkyDrive durchsuchen oder alles durchsuchen. Und dann könnt ihr den Namen eingeben und wird dann danach gesucht. Ihr seht sofort, on the fly wird gesucht und zeigt euch sofort was an, wo es ist. Nehmen wir mal Mappe. Ich sehe sie hier schon, aber wir können sie ja trotzdem nochmal suchen. Da seht ihr, wird sofort erkannt und sofort gesucht und gefunden. Einmal aufklicken und dann kriegen wir unsere Mappe. Das war es erstmal zu Office. Auf dem Windows Phone
Wir haben noch andere Videos dazu, also auch zum Nokia Lumia, was ihr gerade seht, womit wir im Office gerade getestet haben. Schaut euch einfach unseren Kanal an, abonniert uns vielleicht sogar und ich sage erstmal ciao.